Mit der gelben Banane, so nennen die Wiesensanitäter ihre Einsatztragen, geht es in Richtung Sanitätsstation. Dieses Bild wird man ab Samstag wieder häufiger sehen. 17 Tage Oktoberfestwahnsinn stehen vor der Tür. Beim Roten Kreuz ist man schon jetzt bestens aufgestellt und einsatzbereit. Wir haben hier an Spitzenzeiten bis zu 120 Sanitäterinnen und Sanitäter, die das hier ehrenamtlich machen, diesen Sanitätsdienst. Und teilweise auch bis zu 15, 20 Ärztinnen und Ärzte, die hier vor Ort sind. Und all diese Menschen jedes Jahr aufs Neue zu motivieren, dass sie hier mit den Dienst stemmen, das ist schon eine große Herausforderung. Gleichzeitig aber auch eine große Freude, weil schließlich gibt es diesen Sanitätsdienst kein zweites Mal auf der Welt. Die BRK-Sanitätsstation befindet sich im Behördenhof direkt hinter dem Schottenhammelfestzelt. Es handelt sich dabei um eine moderne Notfallambulanz, in der die Wiesenbesucher versorgt werden können. Im Jahr 2015 gab es knapp 6.500 Patienten. Darunter befanden sich über 2.000 Trageneinsätze. Wir haben letztendlich drei Bereiche hier in unserer Sanitätsstation. Einmal den Behandlungsbereich, wo wir den Großteil der Verletzungen und Erkrankungen behandeln. Wir haben einen Ruhebereich für Patienten, die temporär Kreislaufprobleme haben, sich einfach einmal eine Stunde hinlegen wollen und dort medizinisch betreut werden. Und als drittes haben wir den sogenannten Überwachungsbereich, wo wir im Wesentlichen die Patienten behandeln und überwachen, die zu viel Alkohol getrunken haben. Nur bei rund 10% der zu versorgenden Patienten spielt übermäßiger Alkoholkonsum eine Rolle. So wurden im vergangenen Jahr 609 Alkoholvergiftungen auf dem Oktoberfest gezählt. Insektenstiche durch Wespen zum Beispiel führt auch schon dazu, gerade wenn der Patient allergisch ist auf diese Tiere, dann werden die hier behandelt, auch in hoher Frequenz. Ich glaube, von den Verletzungen her am meisten haben wir mit Verstauchungen zu tun. Die Leute verstauchen sich tatsächlich die Knöchel beim Umknicken. Es sind immer wieder Pechvögel dabei, die hier ihren Rückenschmerz entdecken, den sie schon lange geglaubt haben, hinter sich zu haben. Da trifft man die aberwitzigsten Begegnungen, darunter auch viele Menschen, die sich auf dem Oktoberfest neu kennengelernt haben und ihren Lieben suchen, ihre neu gewonnene Liebe suchen, die sich gerade verletzt hat und wo sie vermuten, dass sie bei uns irgendwo in den Räumen ist. Sie kennen den Namen nicht, aber sie wissen, dass sie verliebt sind. Ein feuchtfröhlicher Wiesentag kann am nächsten Morgen unangenehme Folgen haben. Was tun also, um den Wiesenkater zu vermeiden? Wenn Sie von Haus aus schon planen, sich mit 5 oder 6 Maß Bier zu belasten, dann verspreche ich Ihnen, dass der Kater eintreten wird. Und das ist auch sehr gut. Dieses körperliche Warnsignal müssen Sie auch erleben, sonst würden Sie am nächsten Tag ja wieder losziehen. Es ist total wichtig, wenn man mal über den Stränge geschlagen hat, dass man auch der Leber und dem Körper wieder eine Alkoholpause gönnt. Also am besten nicht so sehr über die Stränge schlagen, dann gibt es auch keine Kopfschmerzen.